Ich war mal wieder einkaufen und habe mir den 1,50 Sturmkocher der Schweizer Armee gekauft. Was der kann, wie man ihn aufbaut, das erfahrt ihr in diesem Video. Ha, cool. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im wunderschönen Seeland zu einem neuen Video. Dann schauen wir doch gleich als erstes mal in den Sturmkocher hinein. Wir haben hier einen Deckel mit einem, na, komm her, Einsatz, der etwas verklemmt ist. Der Einsatz und ein Deckel. Dann habe ich hier ein Tuch drin. Wir haben so einen, na, Griffhalter drin, ein Scheuerlappen. Dann habe ich mir den Notkocher 71 hineingestellt. Dann haben wir hier so einen, ja, Aufsatz, würde ich mal sagen. Und dann noch zwei Kochtöpfe. Ja, mehr ist da bei mir auch schon nicht mehr drin. Wenn ihr den Kocher kauft, dann habt ihr nur die zwei Töpfe und das Zeugs, das hier so rumliegt. Den Notkocher müsst ihr euch selber organisieren. Als Aufbauvarianten könnt ihr zum Beispiel den Ring hier benutzen, um dann das, ja, Brennerelement draufzusetzen, den Kocher einzusetzen. Dann hier den Windschutz aufsetzen und jetzt habt ihr die Möglichkeit, entweder einfach einen Topf einzusetzen, den mit dem Deckel zu verschließen oder besser so. Dann könnt ihr alternativ auch noch, hoppla, wieder den Windschutz hier diesen Ring einsetzen, um ein etwas kleineres Behältnis zu verwenden. Oder ihr könnt natürlich auch einfach den Deckel hier wie eine Bratpfanne verwenden. Ja, damit sind wir dann mit den verschiedenen Aufbauvarianten auch schon durch. Wir wollen doch etwas kochen schnell. Mal gucken, wie lange das Ganze dann braucht. Jupp, brennt der Windschutz drauf. Ach so, ja, übrigens, wenn der Wind stark geht, könnt ihr hier auch diese Klappe öffnen und mit einem Streichholz den Brenner entzünden. Das war heute nicht notwendig. Ich nehme einfach eine der Pfannen. Dann habe ich hier genau 3 Deziliter Wasser. Und wir wollen mal gucken, wie lange es dauert, bis es denn kocht. So. Wir haben jetzt 11:13 Uhr. Dann brauchen wir hier natürlich noch den Deckel drauf. Und ja, jetzt heißt es warten. Ja, nach 3 Minuten gucken wir mal. Und ja. Kurzen Moment dauert es noch, aber nicht mehr lange. Ich würde sagen, das Wasser kocht, es sprudelt nach, ja, etwa 4 Minuten. Ich blende euch die genaue Zeit ein. Okay.
6. Ich habe mir hier einfach ein bisschen leckeren Pfefferminz mitgenommen und da gießen wir uns jetzt einen Tee auf. Denn Wasser kochen ohne Wasser zu brauchen ist ja nichts. So, währenddem mein Tee jetzt gerade noch am Ziehen ist, habe ich hier noch so eine Dose mit Brennpaste, wie man es aus der Gastronomie kennt, mitgenommen. Denn ich wollte euch einfach kurz zeigen, dass die hier in dem Einsatz perfekt Platz findet. Ihr müsst also nicht unbedingt einen Notkocher verwenden, sondern diese Röschow-Einsätze mit Brennpaste funktionieren hier eigentlich auch sehr gut. Und währenddem mein Tee zieht, hier noch ein kleiner Tipp. Unten wird natürlich der Topf etwas schwarz. Deshalb verwende ich eigentlich immer nur einen der beiden Töpfe. So könnt ihr nämlich den Kocher nachher wieder in euren Rucksack tun, ohne dass alles schwarz und dreckig wird. Genau, so ist das. Ja, wo sehe ich die Einsatzmöglichkeiten dieses wunderschönen Kochers? Ganz klar im Bereich Bushcraften, auch gerade wegen diesem wunderschönen alten Lederriemen hier. Das ist einfach wirklich ganz toll gemacht, auch mit der Schnalle hier. Das gefällt mir gut und ja, beim Bushcraften ist das Ding bestimmt Gold wert. Beim Ultraleichtwandern wäre mir das Ding durchaus zu schwer, das sehe ich nicht so wirklich. Überhaupt so für Wanderungen zu zweit, ja, ich glaube, das Ding wäre mir dann auch wirklich zu schwer, außer natürlich in den Bergen, im Gebirge, wo es einfach kein Holz gibt, da kann man sowas gerne verwenden. Oder eben auch bei arktischen, antarktischen Expeditionen, Grönland meinetwegen, in der Sahara, wo ihr einfach keinen alternativen Brennstoff wie Holz finden könnt. So im Bereich Prepping, doch könnte ich mir vorstellen, so ein Teil einfach in meinem Lager zu halten. Man weiß ja nie, wofür es dann am Schluss mal gut sein kann. In einem Bug-Out-Bag würde ich das Ding überhaupt nicht sehen. Viel zu schwer, viel zu groß. Tue ich mich schwer. So als Einzelperson zu zweit sehe ich hier die gleichen Probleme. Zu groß, zu schwer, nimmt einfach zu viel Platz weg. Außer ihr seid vielleicht eine größere Gruppe, eine Wandergruppe mit etwa 9 Personen, eine Fluchtgruppe meinetwegen mit 9 Personen. Da könnte ich mir dann vorstellen, dass man einfach 3 Personen so ein Teil mit in den Rucksack gibt. Da hat man dann doch wirklich eine gute Möglichkeit, eben auch getarnt was zu kochen. Denn das Feuer in dem Sturmkocher sieht man einfach aus der Entfernung nicht. Klar, mit Wärmebildkameras ist das Ding natürlich leicht auszumachen, aber mal ehrlich, wer schleppt alles so eine Wärmebildkamera mit sich rum, mal abgesehen von irgendwelchen Armeen oder so einem Krempel, aber mit denen wollen wir uns ja eh nicht anlegen. Folglich, ja, doch bei einer größeren Fluchtgruppe, so 9 Personen, könnte ich mir vorstellen, dass 3, wie gesagt, so ein Kochgeschirr dann einfach mit dabei haben. Das wäre meiner Meinung nach sinnvoll. Ich genieße jetzt hier noch meinen Pfefferminztee. Ja, wenn ihr noch Ideen habt, wie man diesen Sturmkocher sonst noch einsetzen kann, haut es doch gerne in die Kommentare. Ansonsten, ihr kennt das Spiel, die Daumen nach oben freuen mich ungemein. Mit denen nach unten kann ich leben, aber die nach oben sind viel geiler. Hier könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und hier zeige ich euch 2 andere Videos an, die ihr euch sehr gerne anschauen könnt.
Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.